Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer Veranstaltung im mittlerweile 25. Literarischen Bilderforum. Ich bin total stolz, nach 25 Jahren immer noch eine sehr beliebte Veranstaltungsreihe mit ganz buntem Programm anzukündigen. Vor 25 Jahren im ganzen Landkreis. Das war unsere Option. Wir wollten viel Leseempfehlungen geben, viele Begegnungen mit Schriftstellern möglich machen. Und ja, jetzt sind wir total stolz, dass das so lange so gut gelaufen ist. Und in diesem Jahr haben wir uns dazu bekannt, es auch weiterhin durchzuführen. Unter den ganz anderen Möglichkeiten, aber letztendlich ist es machbar. Wir freuen uns, dass wir immer wieder Schriftsteller einladen können. Wir freuen uns, dass Sie aus dem ganzen Landkreis und darüber hinaus zu uns nach Wittstock zu Lesungen kommen. Und ja, wenn ich auch sehr gerne zu Lesungen die Bibliothek einlade, haben wir in diesem Jahr, nennen wir es doch einfach, auch die Chance genutzt, in dieser wunderschönen Kulturstätte eine Lesung anzubieten. Das ist ja etwas ganz Besonderes. Ich freue mich, dass Sie da sind und dass Sie weiterhin auch ja, zu Büchern greifen, vielleicht auch die, die wir Ihnen empfehlen, durch solche Veranstaltungen. Dankeschön. Ja, und sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute im Auftrag des Landkreises Ostprignitz-Ruppin einige Worte heute an Sie richten kann und darf. Wie Frau Arndt schon erwähnte, der Literarische Bilderbogen feiert in diesem besonderen Jahr sein 25-jähriges Bestehen. In der Aufbruchstimmung der Anfangsjahre 1996 kam der Gedanke auf, eine gemeinsame Veranstaltungsaktion des Bibliotheksverbundes durchzuführen. Und das war damals eben, wie Frau Arndt schon sagte, die Geburtsurkunde des Literarischen Bilderbogens. Und damals wie heute war das Programm auch schon geprägt durch Autorenlesungen für Kinder und Jugendliche in der Bibliothek. Es gab damals schon eine Büchertauschbörse, eine Wanderausstellung mit literarischen und regionalen Bezügen sowie der Tag der offenen Bibliothek. Ja, gehörte damals mit dazu. Und laut meinen Recherchen ging es in Wittstock am 16.09.1996 los. Und zwar las damals der Autor Christian von Fürth hier in Wittstock. Ja. Bisher wurde zu über 300 abendlichen Lesungen geladen. Über mindestens genauso viele Veranstaltungen freuten sich auch Kinder und Jugendliche in den Bibliotheken, ebenso wie über verschiedene Kreativwettbewerbe. Und vor allen Dingen freue ich mich, dass seit der Gründungsstunde unsere Bibliothekarin Frau Georgia Arndt mit dabei ist und mit viel Freude und Motivation seit dieser langen Zeit auch den Literarischen Bilderbogen begleitet. Frau Arndt, ein herzliches Dankeschön für die jahrelange Unterstützung. Ja. Und ja. Ja, guten Abend. Es ist sozusagen, ich hätte dieses Jahr 15 Lesungen gehabt, das ist die letzte, die geblieben ist. Es ist alles abgesagt bei uns. Ja. Wir haben Stand, viele Künstler. Ich habe das Glück, dass ich im Film unterwegs bin, dass ich drehen darf. Deshalb muss ich wirklich Abstand zu Ihnen halten, weil ich bin in zwei Produktionen. Und meine Agentin hat mich hysterisch angerufen, wenn ich mir was hole, dann stehen die Produktionen. Und Deutschland ist da ein bisschen hinterwäldlerisch. Österreich ist anders. Österreich hat einen Fonds gegründet von 23 Millionen. Wenn eine Produktion steht, dann greift der Fonds. In Deutschland ist ein Produzent pleite. Das ist tatsächlich so. Wir haben, obwohl wir öffentlich-rechtlich alle bezahlen, haben die nichts aufgelegt, dass wenn eine Produktion steht, dass es aufgefangen wird, was ich unmöglich finde. Ja, für die Kultur, weil dadurch sind die Produzenten natürlich alle und gerade die kleinen Firmen. Ich rede jetzt nicht von den großen Playern. Ja, sondern die Kleinen, das ist halt echt schlimm bei uns. Das ist nämlich so, dass ich vorher auch, sagen Sie mal, darf ich ganz kurz diese Gottheit zur Seite schieben? Nee, lieber nicht. Gott, das bricht auseinander. Ich stelle mich einfach davor. Es ist nämlich so, dass ich das auch vorher als Künstler irgendwie so hatte,
Weil was ist das, neue Medien? Ist ja totale Scheiß, wollen wir ja alle nicht, die Kinder sollen das auch nicht machen. Aber, und ich habe auch nie gewusst, was ich da mache, ich kann doch nicht mein Mittagessen posten, wer will denn das sehen? Ja? So, ich kann auch nicht diesen Froschmund machen, mich so hinstellen, dafür 10.000 Euro kriegen, da wird jemand sagen, soll abnehmen, die Dicke. So, also habe ich das alles nicht gemacht und dann kam Corona und dann habe ich meinem Mann erklärt, wir müssen jetzt was machen, entweder wir schalten diese Social-Media-Kanäle ab, machen ein schwarzes Bild und schreiben wegen Corona geschlossen oder wir verhalten uns. So. Und dann hat mein Mann gesagt, was willst du denn machen? Und dann, ich habe übrigens, das Buch kam ja vor einem Jahr raus und ich schreibe ja viel über uns, das werden Sie nachher hören. Und ich habe da meinem Mann gesagt, wir treten nicht mehr gemeinsam auf vor einem Jahr, weil die Leute, weil wir sind zu nah und ich ziehe dich mit in den Schmutz. Das ist ein anspruchsvoller Künstler, mein Mann. Ja. Lass mich zum Bier anstich gehen, bleib du zu Hause. Ist auch besser, wenn ich da allein bin. So, und dann hat er gesagt, okay, dann habe ich gesagt, wir treten nicht mehr auf. Und dann habe ich am 13. März gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Wir treten jetzt wieder zusammen auf. So. Und dann hat er gesagt, was willst du denn machen? Habe ich gesagt, keine Ahnung. Und dann haben wir uns vor die einzige weiße Wand gesetzt, die wir in der Wohnung haben, davor noch eine, dahinter eine Heizung. Und dann habe ich das Handy gehalten. Und dann sagt er, dann mach, nimm auf. Und dann habe ich einfach geredet und habe ich nach 30 Sekunden abgebrochen, habe ihn angeschaut und gesagt, du musst reden. Sagt er, nee, ich sage nichts. Das hat er 47 Tage gemacht. Wir haben jeden Tag ein Video ins Netz gestellt, wie ein Format, ja, und haben sozusagen, und plötzlich ist in dieser kleinen Welt, ist durch die Decke gegangen, die Leute haben das gesehen, wir haben nie gesagt, Corona, also wir haben das nicht, wir wollten einfach unterhalten, ja, wir wollten, dass noch jemand lachen kann, es war eh alles schrecklich genug. Und haben sozusagen wie ein kleines Format gemacht, dass ein Ehepaar vor der weißen Wand sitzt und ich habe immer gesagt, es geht uns spitze. Ja? Und er hat immer nur geguckt. So. Nach 47 Tagen hat Söder dann endlich die Ausgangssperre gekippt. Wir dachten ja, wir machen das nur 10 Tage. Dann hat er immer verlängert. Ja? Und dann waren ganz viele Menschen da, die gesagt haben, wir sind jetzt hier Entertainers. Und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich das jetzt alles weiter selber. Und deshalb, ich habe eine Talkshow, die läuft zweimal die Woche bei Instagram live. Immer sonntags und donnerstags um 22.15 Uhr, da sitze ich auf meiner Toilette. Ja, Sie lachen, das ist der einzige Raum, den ich abschließen kann. Wo soll ich denn hin? Ja, mit den 4 Kindern, die sitzen ja überall. So, und da sitze ich, aber Sie sehen das Klo nicht, keine Sorge, Sie sehen nur die Rückwand. Und dann lade ich mir einen prominenten Kollegen ein. Morgen kommt Annette Frier zu mir. Henning Baum war schon zweimal da, Jürgen von der Lippe war da. Angela Roy, Anja Kling, die kommen alle per Stream, ja, und wir reden wie eine normale Talkshow, einfach übers Leben und lustig und haben eine lustige halbe Stunde, um 9:45 bis 10:45. Ich verdiene damit überhaupt kein Geld, aber ich mache das einfach und bin dadurch nicht weg. Ich bin da. 1, 2, 3, 4. Dann gehen wir nach vorne. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir gesagt, 1, 2, 3, 4. Einmal noch von 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pass auf, jetzt macht ihr. Schaut mich an. Rechten Arm nach vorne. Linken Arm nach vorne. Zack, 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 zack. So. Und so. Weil es ja auch unangenehm für die Frau. Ne? Die stellen das ja alle nur nach, die Frauen werden ja abgeklebt komplett, ja? Aber der Mann muss ja auch was haben. So. Und das Lustige ist, es ist nämlich so, dass seine Kostüme, er hatte das vergessen, dass ich ihm das gesagt habe, und seine Kostümassistenz hat zu ihm gesagt, ah, sie hat da vor Jahren mal mit dem Henning Baum gedreht und der hätte so einen Trick mit einer Socke gehabt. Das Lustige ist, der Dreh, wo der Henning Baum den Trick mit der Socke hatte, war mit mir voll. Ja. Wo ich gesagt habe, Henning, wir haben jetzt so viel gedreht, ich will dein Gemächt nicht sehen, zieh eine Socke an. Und dann hat er gesagt, ich spinne nicht rum. Und gesagt, doch, du ziehst eine Socke an. Dann hat er eine Socke angezogen, da war die Kostümassistentin dran, die meinem Mann 10 Jahre später die Socke verpasst hat. Ist doch herrlich. Wie bin ich zum Schreiben gekommen? Ich habe vor 4 Jahren mein erstes Buch geschrieben, Mein Gewicht und ich. Weil mein Mann mir nach unserem dritten Kind Personal Trainer als Morgengabe geschenkt hat. Das ist ein bisschen schwierig gewesen für mich. Und dann habe ich nicht richtig mitgemacht bei 75 Sit-Ups.
Und dann hat er gesagt, Ulrich, schreib doch einen Anti-Fitness-Ratgeber. Und dann bin ich aufgestanden, bin gegangen. Und dann hat er gesagt, wo gehst du hin, wir machen Sport. Da habe ich gesagt, ja, ich nicht mehr. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und habe darin so eine Leidenschaft entdeckt, weil man sozusagen seinen eigenen Wahnsinn, der lustig ist, aufschreiben kann. Ich bin gerade ganz irritiert, hier sind wahnsinnig viele Männer heute. Das ist normalerweise nicht. Normal, wenn es 100 Frauen sind, sind es 5 Männer. Aber Sie sind mitgenommen worden von Ihrem... Ja, Sie sind sowieso mitgenommen worden, aber sind Sie von Ihrer Frau mitgenommen worden? Ja, ja, ne? War nicht Ihre Idee, oder? Nein. Nein. Und Sie sind auch mitgenommen worden? Ja. Ich bin alleine hier, mein Mann kommt Fußball. Nein, ernsthaft? Und ich habe von meinem Geld, weil mein Mann meint, das ist überflüssig, habe ich so einen schicken Fernseher gekauft, so einen wirklich schicken, ja? Habe so eine kleine Firma angerufen, ich mag nämlich nicht Mediamarkt und Saturn, ich mag die Firma, wo ein Mann ans Telefon geht, der mir den Fernseher erklärt und der dann auch kommt und den auch aufbaut und die Kabel auch wegtut. Dann habe ich angerufen und dann hat er gesagt, gute Frau, das können wir machen, das weiß ich, kostet ein paar, also, aber das war letztlich nicht viel teurer, vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, im Ganzen 50 Euro weniger als beim Mediamarkt, aber die kommen dann und machen das, mehr. Haben die eingestellt, alles perfekt. Jetzt werden wir um, wir ziehen ein. Der Fernseher ist super, wie meine Hör-zu-App. Hat jemand die Hör-zu? Habt ihr aber auch eine Fernsehzeitung, die ihr habt, ne? So, und in diese Fernsehzeitung, da ist man doch mit aufgewachsen. Genauso guckt man doch Fernsehen, oder? Ich gucke, so will ich meine Programme haben. Ja, also habe ich dem Mann gesagt, wie die Hör-zu, so hätte ich gern meine Programme. Aber dann weiß ich, was wo ist. Ne? Dann denke ich, meine Oma hatte schon die Hör-zu, so wird das eingestellt. So. Komme, 2 Wochen lang geht alles gut, dann werden wir umgestellt und alle Programme sind weg. Alle. Jetzt bin ich aber natürlich zu geizig, den nochmal kommen zu lassen. Das kostet ja wieder Geld. Also bin ich ein Dreivierteljahr, habe ich mich drum rumgeschlagen und habe immer gedacht, irgendwann setze ich mich stundenlang natürlich hin, um die Programme alle neu zu ordnen. Dann habe ich irgendwann den schlauen Plan ersonnen, meinen Sohn, der doch immer Internet haben will, der könnte das doch machen, ja. Habe dann erstmal verzweifelt die Bedienungsanleitung gesucht, habe wieder die Firma angerufen und gesagt, hören Sie mal, Sie haben die Bedienungsanleitung nicht hingelegt. Sagt der gute Frau, die gibt es nicht mehr, Sie müssen sich runterladen. Ja. Und sagt, wie, die muss ich mir runterladen? Wo, ich soll ich meinen Desktop jetzt zum Fernseher schleppen oder was? Dann sage ich, kann ich doch nicht runterladen, das sind ja 150 Seiten. Ja, das ginge nicht mehr anders, das wäre jetzt so. Na gut, also ich meinem Sohn gesagt, pass auf, du kriegst die Hör-zu-App. Und da hast du Internet, da musst du gucken, wie man das einstellt. Dann verschwindet der 3 Stunden in diesem Zimmer, ist wirklich aufwendig, macht das, irgendwann kommt der raus und sagt, Mama, das geht nicht. Es gibt auch diese Programme nicht, die du haben willst. Ich sage, natürlich, alles hast. Nein, Mama, was ist 2DS? Dann habe ich gesagt, davon leben dein Vater und deine Mutter. ZDF. Das war für den 2DF, der guckt jetzt Netflix, der kennt die Fernsehsender nicht mehr. Dann habe ich gesagt, ab jetzt hast du Verbot, eine Woche musst du Fernsehen. Also ich meine, ist das verrückt? 2DF, klar, das sieht so aus für den, sagt er. Und er sagt ja, und ARD, was ist das denn mit dem ersten? Sind das 2 Programme? Ich sage, eins, ist eins. Jetzt schaut er Fernsehen, jetzt kann er das. Aber das Netflix ist ja eine Qual. Hat jemand von euch Netflix? Es war nichts anderes als früher eine Videothek. Aber da bist du wenigstens schön am Samstag in die Videothek, hast dir auf dem Weg dahin noch Chips gekauft, ne, Schokolade, ein paar Mandarinchen. Dann hast du mit der ersten Liebschaft in der Videothek gestanden, vorsichtig gefingert, so und so. Ne, was schauen wir denn heute? Nach 4 Stunden hat man dann irgendeinen Film gesucht, weil man konnte sich ja nicht entscheiden, dann ist man nach Hause. Das hat man einmal im Monat gemacht. Jetzt hängen meine Kinder jeden Tag 4 Stunden vor der Entscheidung, was gucken wir denn an, weil es ist ja nichts anderes als eine Videothek. Und das ist gar nicht gut für die kleinen Kinder. Lustig ist, ich mache da jetzt diese Sendung, die stille Örtchen, meine Tochter, die ist 5, die sitzt jetzt heimlich auf der Toilette und tut so, als hätte sie ein Handy und sagt, hallo, es ist wieder stille Örtchenzeit. Die kriegen das ja alles jetzt mit zu Hause, das ist aber ganz cool und die machen das dann, spielen das dann nach. Ich hab Ulrich kennengelernt über dieses Corona-Tagebuch und habe gedacht, was für eine tolle Frau. Hat sie vielleicht noch ein Buch geschrieben? Hat sie, und daraufhin habe ich sie eingeladen und jetzt ist sie hier gewesen. Es hat mich sehr gefreut.